Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich sitze hier gerade im Wohnzimmer und habe den letzten Vlog, den ihr wahrscheinlich schon gesehen habt, gerade veröffentlicht und Barbara ist bei DM, weil sie kauft da ein paar Sachen ein, um gleich ein Video zu drehen. Und ich wollte euch kurz von zwei Sachen erzählen. Einmal, es ist ein Thema, da haben echt viele von euch nachgefragt, aber wir hatten da jetzt leider nicht so die Neuigkeiten zu, ist irgendwie nichts passiert. Und zwar geht es um das Haus, das wir suchen. Wir haben echt lange leider keine Immobilien gefunden, die überhaupt wert waren, dass wir sie so besichtigen. Die haben irgendwie nie gepasst und nichts hat uns irgendwie gefallen. Aber jetzt haben wir bald wieder einen Termin und ich bin schon sehr gespannt. Ich habe natürlich so richtig hohe Erwartungen und Hoffnungen vor allem, aber naja gut, mal sehen, wie es ist. Wir werden euch auf jeden Fall berichten, was daraus geworden ist. Und eine zweite Sache, die ich euch noch zeigen wollte. Bisher leben noch alle Pflanzen. Juhu! Nichts ist eingegangen. Oder lässt die Blätter hängen. Hey Leute, jetzt auch von mir. Ich sitze hier gerade mit meinem Tee und versuche mich ein bisschen Video fertig zu machen. AKA, ich schminke mich. Ich bin immer noch ganz begeistert von diesem Concealer hier. Heute hat der Tag nämlich nicht so gut angefangen wie den Rest der Woche lang und irgendwie hatten Henrik und ich gerade voll den Streit. Und ich dachte, auch wenn das jetzt wahrscheinlich der strangeste Übergang ever ist, sage ich es euch einfach, weil sonst kann echt schnell der Eindruck entstehen, dass wir hier voll das unnormale Leben haben, in dem alles immer nur perfekt läuft. Das sind so Situationen, die mich immer viel mehr mitnehmen, als sie vielleicht sollten. Oh, jetzt ist die Batterie auch noch fast leer. Selbst das regt mich gerade auf. So, frische Batterie. Also, eine der größten Veränderungen, die jetzt halt so in dem letzten Jahr bei uns passiert ist, das ist, dass Henrik und ich halt angefangen haben, Vollzeit miteinander zu arbeiten. Wir hatten vorher halt unser Studium. Ich hatte halt auch mein YouTube und habe das Ganze halt damals schon alleine hauptberuflich gemacht. Und so wahnsinnig dankbar wir auch wirklich in 95% der Fälle dafür sind, dass wir so viel Zeit gemeinsam verbringen können, dass man mit der Person, die man halt über alles liebt, so viel erleben kann, so viel teilen kann, so schön das auch ist. Es gibt Momente, da ist es echt hart und man fühlt sich fast schon wie gefangen oder so in einer Situation, in so einer Art Teufelskreis, aus dem man nicht rauskommt, weil immer wieder halt dieselben Konflikte auftauchen. Also ich glaube, das ist nicht nur, wenn man zusammen arbeitet, aber es kann sich natürlich verschärfen, wenn man sehr viel Zeit miteinander verbringt. Und heute war halt so ein Moment irgendwie. Es ist ja Samstag und wir wollten halt den Blog veröffentlichen und gestern hatte mir Henrik erzählt, dass der eigentlich so gut wie fertig ist und so. Und das war auch voll cool, weil wir gestern Abend noch essen waren mit meinem Papa und mit Henriks Papa. Und wir hatten voll den schönen Abend und ich war so echt entspannt, weil ich wusste, hey, die Arbeit ist gemacht so. Das ist alles fertig, morgen kann ich in Ruhe mein Hauptkanalvideo drehen. Dann habe ich mir heute Morgen den PC von Henrik genommen, bin halt durch den Vlog gegangen, das machen wir immer so. Er schneidet das Video, dann gehe ich nochmal drüber, mache den Feinschnitt und so und sehe, das ist überhaupt noch nicht fertig. Und zumindest nicht so, dass ich es für gut befunden habe. Und selber dahingestellt, was gut ist und was nicht. Aber ich habe halt mega Panik bekommen, weil ich gesehen habe, scheiße, ich habe hier noch mindestens 2 Stunden zu tun. Ich muss noch ein Hauptkanalvideo drehen. Es wird im Winter recht früh dunkel. Und wir haben um 13 Uhr einen Hausbesichtigungstermin. Wie soll das alles gehen? Und dann habe ich ihn natürlich dementsprechend angefahren, von wegen, bla, wie kannst du mir sagen, das Video ist fertig? Ich hätte mir den Wecker früher stellen sollen. Das geht doch gar nicht. Und ja, das hat dann irgendwie zu so einem Streit über Dinge geführt, die gar nichts mehr mit der Ausgangssituation zu tun hatten, sondern was ganz anderes und komisches. Und ich merke, dass das häufiger bei uns so ist, dass man irgendwie von einem aufs andere kommt und der Streit dann irgendwie überhaupt nicht mehr konstruktiv ist, sondern halt irgend so ein emotionales Durcheinander. Aber das Positive ist, ich führe ja mein Büchlein und das hat mir echt geholfen, das zu sehen. Und man kommt schneller runter und es ist jetzt okay. Also ich habe eine Minute geheult und dann habe ich mir gedacht, was ist eigentlich dein effing Problem? Eigentlich ist doch alles gut. Sei froh,
über das, was du hast. Ich denke halt, Probleme sind immer so groß, wie man sie in seinem Kopf macht. Und ich habe sie in dem Moment als sehr, sehr stark empfunden. Auch wenn das vielleicht von außen betrachtet nicht so ist. Aber ich glaube, so geht es irgendwie jedem. Und solange man versucht, daraus zu lernen, daran zu wachsen, es zu ändern, ist auch alles richtig so, finde ich. Auf jeden Fall, Henrik hat den Termin verlegt, den Hausbesichtigungstermin. Das ging zum Glück. Und wir sollen die Maklerin einfach anrufen, wenn wir Zeit haben. Und wenn wir es dann nicht mehr bis 3:30 schaffen oder so, meinte sie, können wir es auch nächste Woche machen. Das sei kein Problem, weil sie heute eh da ist, weil da viele Leute hinkommen und sich das angucken. Also ja, und sonst versuche ich in diesem Vlog positiver zu sein als jetzt am Anfang. Wisst ihr, was hilft, wenn man anfängt, sich selbst nicht mehr so wahnsinnig ernst zu nehmen? Und einfach mal auch so ein bisschen über seine Probleme lacht. Also es ist echt interessant, diese Dynamik, wenn man halt mit seinem Ehemann oder Partner so zusammenarbeitet. Das machen ja super, super viele Blogger. Und ich habe mich auch schon dementsprechend mit ganz, ganz vielen Leuten darüber unterhalten. Und es ist witzig, weil es zum Teil echt identisch abläuft. Es ist echt so lustig, man kennt die Leute gar nicht, fängt dann an, über das Thema zu reden und findet sich so wieder in dem, was die anderen erzählen. Es ist echt lustig. Ich bin mittlerweile fertig und ich habe mir überlegt, dass ich einmal heute das Hauptkanalvideo vor dem Hintergrund drehe, weil ich irgendwie auf das Zimmer oben keine Lust hatte und ich finde das jetzt so schön unten, seit wir hier halt so ein bisschen umdekoriert haben und irgendwie fühle ich mich hier wohler. Genau. Drehe ich das Video auf dem Boden. Okay. Also, Video ist gedreht. Der aktuelle Stand ist, dass wir uns fast wieder lieb haben. Fast. Und wir fahren jetzt zu der Hausbesichtigung. Boah, schau, wie schön das Wetter heute ist. Ja, das stimmt natürlich. Wetter ist schön. Schaut mal, meine Lippen. Besser als im letzten Vlog, viel besser. Ich habe etwas wiederentdeckt und zwar wollte ich jetzt mal auf meine MAC-Lippenstifte verzichten. Mir ist nämlich aufgefallen, die sind halt sehr austrocknend. Ich liebe die zwar, ich finde, die haben so schöne Farben, aber die machen halt die Lippen auf jeden Fall schlechter bei mir. Zumindest, wenn sie in diesem schlechten Zustand sind. Und ich habe von Essence dieses Glossy Lip Balm in der Geschmacksrichtung Cherry Brownie wiedergefunden. Ich weiß nicht, wie lange das schon bei mir rumliegt. Es riecht auf jeden Fall nicht mehr so sehr nach Cherry und Brownie. Aber es fühlt sich super schön an. Und es ist so ein 1-Euro-Teil. Und ich finde die so gut. Und ich fand die früher auch schon sehr gut. Vielleicht kaufe ich mir noch andere Geschmacksrichtungen. So wie Dusty Fairy und Sparkle Unicorn. Popcorn. Ich weiß nicht, was es noch gibt. Ja, ja, was sagst du zum Thema Streit in der Beziehung? Du bist an einem schuld? Na, natürlich nur in Spaß. Ich denke tatsächlich am ehesten konstruktiver Streit und so ist gut. Jeder streitet sich mal irgendwann. Das muss irgendwie so sein. Ich fürchte nur, so ist das auch bei uns und vielleicht auch bei vielen anderen, man steigert sich rein und kommt von einem aufs andere, aber versucht euch nicht reinzusteigern, sonst führt es zu Problemen, die keiner will. Ja, geht in die Richtung von dem, was ich da heute auch so gesagt habe. Okay. Noch 12,4 Kilometer. Ja. Ich nutze jetzt den Moment, das ist auch eine Wahnsinnsüberleitung, um euch zu sagen, folgt mir auf Instagram, weil wir sind da jetzt 991.716. Heißt, es fehlen noch 8.284 bis zu der 1 Million. Ihr könnt auch dem da, dem Stinker, folgen. Folgt dem Stinker. Das wird den Stinker echt freuen. Schuh. Kuss und schmerzlos. Das war's nicht. Nein. Wir sind nicht einmal in den Keller gekommen. Wir dachten uns irgendwie, lohnt sich jetzt schon nicht mehr. Ja. Aber die Maklerin war super nett. Das war die netteste Maklerin, mit der wir bisher zu tun hatten. Die war sehr freundlich. Ja. Die hatte... Sorry, du sagst. Du. Nein, du. Nein, du. Nein, du.
Ja, ich wollte nur sagen, die hat am Ende so noch so ein paar nette Worte halt gesagt und uns ganz viel Erfolg gewünscht bei der Haussuche und meinte, wenn das richtige Haus da ist, dann findet das Haus uns und wir wissen es auch. Und ja, sie war so, also das war wirklich so das. Ich glaube, dafür war dieser Termin, den wir gemacht haben, da. Schicksalsmäßig, dass wir das hören, was sie uns am Ende gesagt hat. Mhm. Sie meinte, sie sind noch so jung, machen sie eine Pause von dieser Haussuche. Sie, ja, haben wir schon gerade, 2 Monate haben wir jetzt schon Pause gemacht. Nee, machen sie wirklich Pause, sonst sind sie übersättigt und gehen schon ins Haus rein und denken sich, das wird nichts und so. Yeah. Und ich habe mich so wiedererkannt in dem, was sie gesagt hat, weil zum Teil mache ich Immobilien-Scout auf und denke mir, boah, ich finde eh wieder nee. Okay. Gut, beim nächsten Mal vielleicht, irgendwie. Genau. Egal. Und der Tag hört auf, wie er begonnen hat. Mit mir auf dem Sofa. Wie ihr sehen könnt. Nun ja, ich wollte euch nur noch mal kurz erzählen. Wir sind jetzt von der Hausbesichtigung zurück und haben auch schon gegessen und so weiter. Relativ spät, aber geht noch. Der Punkt ist auf jeden Fall, heute war nicht so ein super Tag. Ihr wisst ja schon, haben wir ja vorher schon erzählt, Barbara und ich haben uns heute Morgen gestritten, dann war das mit dem Haus leider nichts, dann war sehr viel zu tun und irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe nur die Hälfte geschafft und dann haben wir uns schon wieder gestritten, wegen was anderem diesmal. Es ist manchmal einfach nur so schwer nachzuvollziehen, aus welchen Gründen sowas wie ein Streit passiert. Und morgen ist auf jeden Fall ein neuer Tag und dann sieht die Welt schon anders aus und es geht einem besser und man hat den nötigen Abstand zu der Sache. Und ansonsten würde ich mal sagen, sehen wir uns morgen wieder. Guten Morgen, Leute, es ist der neue Tag. Wir haben uns gestern ein bisschen frei gemacht, weil sowas ja auch mal sein muss und haben nicht gevloggt. DHL, will er zu uns? Nein, heute nicht. Und das war echt mega schön, es war sehr entspannt, wir haben uns gut erholt. Aber jetzt vloggen wir wieder ein bisschen. Barbara ist oben und macht eine Story und ich. Ich koche uns heute was Leckeres. Und es gibt ein Graupenrisotto, dafür brauche ich auch gleich die Zwiebeln hier. Und das machen wir mit Zucchini und, das finde ich sehr interessant, wo haben wir es denn hier? Mandelmus. Also, ich bin sehr gespannt, wie das schmeckt. Jedenfalls wollte ich euch noch erzählen, dass ich mich heute später am Tag noch mit einem alten Kumpel von mir treffe, den ich seit echt langer Zeit nicht mehr gesehen habe. Wir haben zusammen studiert, aber wie das immer so ist, hat sich dann irgendwie im Laufe der Zeit so der Weg da verloren, aber jetzt treffe ich den wieder und ich bin mega gespannt, was er zu erzählen hat, weil mittlerweile hat er auch sein Studium abgeschlossen und ja, jetzt bin ich mal gespannt, was er so macht, also was er arbeitet, was für ein Fahrrad der gemacht hat und so weiter. Das wird bestimmt sehr nett, denn früher haben wir uns echt super verstanden und immer mega viel erzählt. Ja. Leute, auch von mir. Ich mache gerade das, was ich einen Teufelskreis nenne, der niemals enden wird. Ich räume auf. Mein Schreibtisch. Ich bin sogar schon fertig geworden. Die ganzen Make-up-Schubladen hier nochmal neu organisiert. Immer nach Reisen stopfe ich da nämlich alles einfach rein, weil wir immer abends unseren Koffer auspacken. Und dann habe ich überhaupt keine Nerven mehr zu gucken, was wohin kommt. Und deswegen sah es gerade nicht so schön aus. Kann ich euch mal zeigen. Ich habe es nämlich gestoried. So sah es vorher aus. Düm, dü, dü, dü. Okay, eventuell habt ihr das schon gesehen, aber ich finde diesen Hyperlapse irgendwie cool, also zeige ich ihn euch nochmal. Was ich nicht gefilmt habe, ist das Chaos hinterm Chaos. Also das räume ich jetzt auch auf. Dann bringe ich den Müll weg. Den hier nämlich. Und dann hoffe ich, dass es auch schon Essen gibt. Fertig. Das ist ein Teil von der Kamera. Oh, apropos Kamera. Henrik hat sowas absolut Süßes gekauft. Das hier nämlich, das ist so ein
Mini-Rucksack für unsere Kamera, also die, mit der ich gerade vlogge. Die passt hier exakt ganz genau rein und vorne hat es auch noch ein kleines Fach für unsere Speicherkarten und so. Also richtig cool. Wir hatten nämlich jetzt häufiger schon so die Problematik, dass die Kamera halt nicht in meine Handtasche gepasst hat. Zumindest nicht, wenn ich noch das Stativ irgendwie mitnehmen sollte. Also wir haben ja so ein Handstativ und das kann man jetzt prima hier an diese Gummibänder klemmen. Richtig, richtig cool. Hat er mich echt überrascht. Normalerweise suche ich nämlich immer sowas raus. Ansonsten haben wir hier gerade ein Paket bekommen für eine sehr coole Kooperation, die was damit zu tun hat. Aber mehr zeige ich euch nicht. Heute steht noch etwas Wichtiges an. Das mit dem Schreibtisch war nämlich praktisch nur ein Vorspiel, wollte ich sagen. Aber irgendwie klingt das total verkehrt. Okay. Ihr kennt ja meinen Kleiderschrank. Oder vielleicht auch nicht, wenn ihr zum ersten Mal hier dabei seid. Dann willkommen in meinem Kleiderschrank. Der sieht momentan sogar gar nicht so schlecht aus. Also, das ist schon echt gut für meine Verhältnisse. Henrik und ich haben letztens wieder mal ein bisschen Netflix geguckt, was echt lange nicht mehr vorgekommen ist. Und wir haben so eine Sendung einfach randomly angemacht, die heißt Aufräumen. Und es geht genau darum, was ziemlich simpel ist, dass eine Frau, die kommt dann einfach in Häuser von zum Teil so Messis, zum Teil von normalen Familien und räumt dann mit denen auf. Und sie hat da sogar so ein Buch drüber geschrieben und sie hat so eine eigene Aufräummethode und so. Und das ist übrigens kein Placement. Das hat mich nur einfach echt inspiriert, das mal mit meinem Kleiderschrank zu machen. Und das wird erfordern, erst einmal alles. Und zwar wirklich alles, komplett, aus den ganzen Kleiderschränken rauszuholen, hier als Stapel aufs Bett zu legen. Und im Übrigen, ich habe hier auch noch ein paar Sommeroberteile. Und dann wird richtig ausgemistet. Jedes Kleidungsstück wird halt in die Hand genommen, wird sozusagen beurteilt, so brauche ich das noch, bringt mir das Teil Glück und Freude. Wirklich, also genauso sagt sie das. Sie sagt immer, does it spark joy for you? Und ich vermute, ich werde mich danach von ganz vielen Dingen trennen. Und ich dachte mir zum neuen Jahr, das ist das perfekte Projekt und die Sendung hat mich echt sehr motiviert, das jetzt mal anzugehen. Und zwar so richtig gründlich anzugehen. Weil Leute, ich habe zum Teil echt Sachen in meinem Schrank, die sind noch aus der Schulzeit. Also so, die habe ich getragen, als ich 15 war. Also das werde ich auf jeden Fall nach dem Essen angehen. Und sonst der Tag eigentlich echt gut gestartet. Ich habe meinen Yoga gemacht. Henrik war laufen draußen bei minus 5 Grad. Essen ist fertig. Gott sei Dank, ich habe so einen Hunger. Ich auch. Wir haben heute was Neues ausprobiert. Und zwar ein Rezept für veganes Risotto. Da sind Graupen drin und Zucchini und Pinienkerne und getrocknete Tomaten. Jo. Ja. Und Mandelmus. Genau, Mandelmus. Richtig. Und es sieht echt fantastisch aus. Ich habe ein bisschen auch gerade probiert. Es schmeckt sehr, sehr lecker, auch wenn das jetzt nicht mit Reis gemacht ist, sondern es ist ja Graupenrisotto. Denn, und ich freue mich so riesig, dass Henrik mitmacht, wir machen eine vegetarische Woche. Dadurch, dass dieses Mandelmus da drin ist, vermisst man überhaupt nicht so dieses Schlotzige von Risotto. Ja, das ist halt kein Käse. Genau. Au. Hi. Okay, ich halte die Kamera. Vor allem also müde. Ich habe so ein Mittagstief. Mittagstief? Ein Nachmittagstief. Wollte ich gerade sagen. Jo. Wir wollten euch auf jeden Fall nur noch Tschüss sagen, weil ich glaube, wir haben jetzt genug euch zugelabert und morgen geht's weiter. Morgen geht's jetzt zum Friseur. Ich muss jetzt noch das Hauptkanalvideo drehen und. Genau. Jo. Und ich muss auch gleich los. Habe ich ja schon erzählt, dass ich mich heute noch treffe. Und deshalb macht es gut. Ciao! Yep.